Weiße Tauben fliegen vom Rolander Markt in den Himmel. Ein symbolkräftiger Auftakt des Kinderfestes am 11. Juni, organisiert vom Rolander Karnevalsclub. Auf dem Markt gab es ein buntes Treiben mit vielen Angeboten für Mädchen und Jungen. Über die Stadt verteilt warteten verschiedene Stationen auf ihre Entdeckung. An der Matzmühle am Schwarzwasser gab es Einblicke in den Mühlenalltag. Da wird geschätzt ein bisschen, weil welche Säcke am schwersten sind. Das haben wir genau verkehrt rum gemacht. Im größten Sack ist Heu drin und im kleinsten sind die Körner. Und dann ein bisschen was über Produkte, was in der Mühle früher gemacht wurde. Ja, und dann machen wir ein bisschen Sackhüpfen, weil das ja zur Mühle gehören Säcke und da wird halt der Sackhüpfen gemacht. Die QR-Codes an den insgesamt 13 Stationen der Entdeckertour verraten auch künftig dauerhaft und kindgerecht mehr über Roland und seine Geschichte.